Ja, hallo liebe Benz Brothers and Sisters und Freunde der automobilen Leidenschaft. Wir sind heute hier in Heiligenhaus bei Frank Wagner im gleichnamigen Autohaus Mercedes-Benz Frank Wagner. Der Frank wird uns gleich mal zeigen, was wir hier zu erwarten haben im Showroom, in der Werkstatt. Frank Wagner macht nicht nur neue Mercedes-Benz, sondern auch klassische im Verkauf und im Service. Und wir freuen uns jetzt auf einen sehr interessanten Rundgang, den wir euch natürlich jetzt mit der Kamera einfangen möchten. Und gehen wir mal rein und gucken, was uns erwartet. Ich glaube, vom letzten Mal sind wir noch per Du. Ja. Haben uns ja schon eine Weile nicht gesehen. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Und herzlich willkommen. Danke. Ich glaube, meine Maske kann ich abnehmen. Wir sind unter uns. Abstand ja, haben wir ja, auch genug. Ja, ja. Frank, du hast uns heute eingeladen. Wir freuen uns, wie gesagt, dass wir hier sein dürfen. Wenn ich hier reinkomme, geht einem schon direkt das Herz auf. Hier ist ja eigentlich jede Epoche aus der Geschichte von Mercedes-Benz dabei. Und wir wollen uns mal ein bisschen Zeit nehmen, uns mal die Autos anzugucken, aber natürlich auch so ein bisschen was von dir und von deinem Unternehmen erfahren, Frank. Bist du schon immer ein Mercedes-Mann gewesen? Nein, ich habe mich mit 19 Jahren selbstständig gemacht in einer ehemaligen Mercedes-Benz-Werkstatt hier im Heiligenhaus. Die wurde 1975 geschlossen und ich habe die 1980 einen Teil von dieser Werkstatt übernommen, die Pflegehalle mit Bühne und Lager dabei, und das wurde leider Gottes 1985 abgerissen. Und dann bin ich zur Rheinlandstraße gegangen, das war eine ehemalige Tankstelle, die habe ich komplett umgebaut, mit einer großen Werkstatt nachher. Und dann bot sich das hier oben an, es war hier ein ehemaliger Gottfried Schulz Betrieb, VW Audi. Mhm. Ganz früher war noch Porsche und NSU mit hier drin. Aber dann habe ich erstmal gedacht, Junge, Junge, hier sind 23.000 Quadratmeter, hier sind 40 Bühnen, zwei Lackierboxen, das schaffst du nicht, das ist einfach viel zu viel. Und jetzt bin ich schon 19 Jahre hier. Man muss sagen, seit 30 Jahren bin ich Vertragspartner von Mercedes-Benz, wo ich auch sehr stolz drauf bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist schon ein fantastisches Auto, der Mercedes. Das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Und man sieht schon, da hängt wirklich das Herz an der Marke. Du bist nicht einfach Händler, der auch Gummistiefel oder Eimer verkaufen könnte, sondern Mercedes-Benz ist bei dir mehr oder weniger genetisch verankert. Und wenn ich hier so reingucke, fällt mir ein Auto direkt auf, hier vorne ein 190 SL. Der ist natürlich in einem sensationellen Zustand, auch in einer tollen Farbkombination. Lass uns noch mal zum Auto gehen, weil den habe ich schon von draußen, als ich gekommen bin, gesehen, und der ist natürlich der Hammer. Erzähl mal, wie bist du zu dem Auto gekommen, und einfach mal so einen Rundumschlag, weil der ist ja wie neu. Also der ist nicht wie neu, der ist besser als neu. Also wenn man das Auto von unten sieht, sagt man, der sieht von unten noch besser aus als von oben. Der ist so liebevoll restauriert worden, leider nicht in Deutschland, das ist in Polen gemacht worden, von einem relativ jungen Mann, deren Eltern in Amerika leben und er ein halbes Jahr in Amerika und dann ein halbes Jahr lebt er hier in Polen. Und da hat er das Auto aus Amerika mitgebracht und hat ihn liebevoll, wie er mir sagte, in 2 Jahren restauriert. Und kam mit dem Wagen hier am Hänger an, also einen Zuhenhänger, damit den bloß keiner berührt. Und dann haben wir den hier reingestellt und jetzt soll er verkauft werden. Und er ist wieder jetzt nach Amerika zurück und wir versuchen den jetzt in Kommission zu verkaufen. Sensationell. Also erstmal festzuhalten, das ist ein Auto, den kann man eigentlich nur auf dem Spiegel parken, damit jeder sieht, wie toll er wirklich von unten ist. Ich finde das immer sensationell, wenn Autos nicht nur von oben übergeputzt sind und einmal lackiert, sondern wirklich auch im Kern gemacht sind. Und hier sehen wir gerade, der Frank macht den Kofferraum auf. Der Koffersatz ist natürlich ein Eyecatcher und auch noch zweckmäßig. Erzähl mal, war der dabei?
Das Auto ist so, wie er hier steht, so ist der Wagen hier angekommen. Ich habe da nichts dran gemacht, weder mit dem Tuch was sauber gemacht bisher. So steht der Wagen und ich finde den Wagen sensationell. Für mich ist es einer der schönsten 190 SL, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Da kann vielleicht mal die Kamera ein bisschen näher rankommen. Wir gucken mal auf den Koffersatz, weil Koffersatz hört sich jetzt so an, Samsonite kaufen, hinten reinlegen, ist beim 190 SL wie bei vielen anderen Autos von Mercedes-Benz nicht so gewesen. Es gab immer individuelle Koffersätze für jedes Auto, die den Kofferraum optimal ausgenutzt haben. Wir sehen also hier oben die Kante, die Wölbung der Kofferraumklappe mitnimmt. Wir sehen hier an der Seite einen etwas länglichen Koffer, der da sitzt, wo auf der anderen Seite das Reserverad sitzt. Also hier passt eigentlich nichts mehr zwischen. Man hat hier noch so ein bisschen Platz für Dreckwäsche, wenn es dann irgendwann mal wieder nach Hause geht von der Oldtimer-Tour. Aber man hat damals schon sehr praktisch gedacht und vor allem auch so ein bisschen stylisch, weil da jetzt einfach eine Reisetasche hinten reinzustellen, wäre viel zu schade. In so ein Auto gehört ein Koffersatz auch sehr schön, damit die sich nicht aneinander abschrappen, sind hier noch Holzlatten am unteren Koffer verarbeitet. Also das sind Dinge, die bei heutigen Autos so ein bisschen fehlen. Dann kommen wir zum Kern des Fahrzeuges. Das Herz, was eben unter der Schraube hier ist. Ah, ja, da geht auch mein Herz auf. Da kann man mal sehen, wie schön, wie sauber dieses Auto restauriert worden ist, dass eine Liebe in dieser Restauration steckt. Und wir als Vertragspartner von Mercedes-Benz, und ich darf mich auch einer von 36 Klassikpartnern in Deutschland schätzen, worauf ich auch sehr stolz bin, wir sind zertifiziert worden. Und wir restaurieren natürlich auch die Fahrzeuge und warten sie auch, das werden wir gleich im Anschluss vielleicht mal in der Werkstatt sehen, wo wir dann noch alte Motortester noch sehen und alte Fahrzeuge, die wir gerade, die zum Service da sind und die wir auch teilweise restaurieren. Aber auch nicht nur Mercedes, sondern wir haben auch alle anderen Fahrzeuge. Also ich höre auch gerade raus, Klassikpartner darf sich nicht jeder einfach so nennen. Also du darfst dich Klassikpartner nennen. Ja. Warum? Ja, weil ich mich beworben habe bei Mercedes-Benz, also bei Daimler. Und dann sind die rausgekommen, haben sich alles angesehen, sahen dann schon, dass ich sehr viele Oldtimer habe. Dann musste ich dafür eine Prüfung ablegen, eine Zertifizierung. Und das habe ich dann alles, das wurde alles online schon gemacht. Und dann kam ein Zertifizierer aus Stuttgart, eine Akademie, der auch, wo man auch Lehrgänge machen kann, wo man Getriebelehrgänge, Vergaserlehrgänge und was noch von früher ist. Und er war hier und dann hat er das abgenommen, den Betrieb, und seitdem, ich glaube zwei Jahre oder drei, ich weiß es nicht genau, ich glaube drei Jahre bin ich jetzt Vertragspartner von Mercedes-Benz Klassikpartner. Ja, also, ich meine, dass Frank-Wagner-Qualität liefert im Service und im Handel, steht, glaube ich, hier außer Frage, wenn wir hier mal reingucken. Aber schön ist natürlich, wenn dann auch noch der Ritterschlag vom Hersteller erfolgt und die Klassikpartnerschaft zuerkannt wird. Und ich denke mal, wir kommen noch mal zurück zum Auto, weil wir haben jetzt hier auch noch den Motor, der nicht nur optisch schön gemacht ist, sondern der natürlich auch so funktioniert, wie er soll. Und beim 190 SL ist allein schon das Einstellen der Vergaser so eine komplizierte Geschichte. Das kriegen die wenigsten hin. Also so ein Auto in dieser Qualität hier hinzustellen, restaurieren zu können, pflegen, warten zu können, ist eine Aufgabe, die nicht jeder lösen kann. Frank Wagner kann sie lösen. Wir können hier vielleicht mal kurz rüberschwenken, weil hier haben wir noch ein sehr nettes Detail zu dem 190 SL. Frank, sind die serienmäßig dabei oder war das eine Sonderausstattung? Das war eine Sonderausstattung und in dem Fall die Kombination auch sehr schön zu dem Blau, dieses cremefarbene. Ich finde es wahnsinnig schön. Man braucht es natürlich selten. Das heißt, man fährt im Winter mit dem Auto und dann müsste er mit Gott bestraft werden. Ne? Ich glaube auch. Und ich glaube, bei dem Hardtop hier gibt es auch noch eine Besonderheit, weil das ist nämlich das mit der großen Panoramascheibe. Da gab es ja unterschiedlich große. Einmal mit der kleinen, die war hinten so ein bisschen oval. Und das ist hier tatsächlich eins mit der Panoramascheibe. Ne? Ja, toll. Also damit wäre der 190 SL dann tatsächlich quasi wie ein Coupé. Es gab ihn ja auch als Coupé, wurde tatsächlich so angeboten. Da wurde das Verdeck dann fest montiert. Waren aber auch nur ein paar Autos und ich denke mal, um so ein Auto dauerhaft mit Hardtop zu fahren, muss man entweder Pygmäe sein oder Masochist, der sich da reinquetscht, weil da wird es schon sehr eng drin. Also kann man nicht anders sagen. Aber in der Kombination Qualität, toll. Ja, Frank, wir waren jetzt gerade an dem wunderschönen
W121, vom W121 zum R170. Warum? Die beiden verbindet eigentlich eine ähnliche Geschichte, weil nach dem 190 SL gab es nie wieder einen kleinen Roadster. Es gab dann nur noch die SL-Baureihe. Der erste tatsächliche Nachfolger des 190 SL war der R170. Der SL oder auch als SLK bekannt war die Verkaufsbezeichnung. Hier haben wir einen SLK 230, wunderschönes Auto, sieht aus wie neu. Frank, was ist das Besondere an dem Auto? Weil ich bin wirklich geflasht. Also das Auto ist besonders, weil es eben schon zu der damaligen Zeit ein AMG-Modell war, also mit AMG-Rädern, mit AMG-Stoßstangen und auch die Schwellerleisten. Das ganz Besondere an diesem Auto ist auch die Senior-Ausstattung innen drin, in zweifarbig. Und der Hammer, das Auto hat gerade mal genau 60.000 Kilometer gelaufen und laut Kunde noch nie im Regen gefahren worden. Und so sieht er auch aus. Also ich finde die Kombination sehr schön. Und wie gesagt, der Nachfolger von dem W121. Und das Sensationelle war das Dach, was elektrisch aufgeht und nicht aus Stoff ist, sondern Stahldach ist. Ja. Das war damals die Sensation. Das war jedoch. Ich glaube, ja. Die Wartezeit, als der SLK damals eingeführt wurde, lag so bei 1,5-2 Jahren. Ich kann mich erinnern, weil ich hatte nämlich damals Ende der 90er gerade bei Daimler als Praktikant angefangen. Und da hatte ich dann ein Praktikumsbetreuer, der sagte, Mensch, der SLK, den ich in der Mitarbeiterlotterie gewonnen habe, das heißt auch nicht, er hat ein Geschenk bekommen, sondern er hat das Kaufrecht von dem Auto in der Lotterie gewonnen und das Auto wurde ihm gerade zugeteilt. Muss man sich heute mal vorstellen, heute, wo jeder eigentlich davon ausgeht, dass er ein Auto, das er bestellt, auch nach einem halben Jahr hat, außer jetzt vielleicht ein paar besondere Modelle oder G-Modelle, aber das war damals bei Mercedes noch an der Tagesordnung. Ja, Frank, wir sind jetzt hier durch den Showroom gelaufen und ja, aus Leidenschaft haben wir uns natürlich schon eher an den älteren Autos aufgehalten. Aber du machst ja nicht nur ältere Autos. Wir stehen hier an einem wunderschönen GLB, der ja seit kurzem auf dem Markt ist. Und wollen wir nicht vergessen, Frank, was macht ihr mit Neuwagen? Ja, wie gesagt, ich bin Vertragspartner von Mercedes-Benz oder von der Daimler AG und habe von der Niederlassung hier Verkäufer sitzen. Wir gehören dann in Wuppertal so in Remscheid an und die Verkäufer sitzen dann da in den Kabinen und verkaufen dann oder verkaufen die Autos und ich vermittle die im Prinzip. Mhm. Sind ja meine Kunden, die hier reinkommen, nur dafür habe ich kein Verkaufsrecht. Also das ist nicht wie bei Großvertretern, dass die eigenen Fahrzeuge disponieren, sondern wir disponieren die über Wuppertal oder Solingen Remscheid. Mittlerweile sind die Niederlassungen ja so groß geworden, die gehen ja von Wuppertal bis nach Dortmund und weiter hoch. Damit sie nicht so viele Geschäftsführer da haben oder Niederlassungsleiter haben, um auch Kosten zu sparen. Ja, das ist wie gesagt ein GLB, ein siebensitziges SUV, aufgebaut auf der B-Klasse. Mhm. Silbermetallic, innen schwarz, Verkaufsfreigabe wie immer. Ja, Frage. Ja, wirklich ein tolles Auto. Beim GLB, wir wissen ja, in der Öffentlichkeit werden SUVs momentan so ein bisschen geschmäht und böse gemacht, aber der GLB ist ja nun wirklich jetzt kein 4 Tonnen schwerer Panzer, sondern der GLB ist ja ein Auto mit einem Verbrauchswert, ich weiß nicht, hast du ungefähr im Kopf, wo liegt so ein Auto? Stadtverkehr zwischen 7,5 und 9 Liter. Also das klingt nach sehr vernünftigen Verbrauchswerten und bei so einem GLB oder bei einem SUV in der Größe hat man natürlich auch ein paar Vorteile, die ein flacheres Auto vielleicht nicht bietet, wenn man besonderen Platzbedarf hat oder wenn man gerne höher einsteigt für ältere Kunden zum Beispiel oder auch für Familien, die Kinder und Kind und Kegel unterbringen wollen, ist so ein Auto natürlich toll und ich glaube, mit einem GLB muss man sich, was Verbrauch und Umweltbelastung angeht, heute hinter keinem anderen verstecken, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Und zu dem hochmodernen Fahrzeug wie jetzt hier, dass man jetzt auch mit dem Auto sprechen kann, dass man sagt, hey Mercedes, mach das Radio an oder hey Mercedes, mach die Sitzheizung an. Man braucht also gar keine Tasten mehr bedrücken, man kann alles mit dem Mund machen, auf Deutsch gesagt. Ja, ja, toll. Wer es haben muss, ja, muss nicht sein, vielleicht schauen wir mal von da aus mal rein und gucken uns das an, dass man mal das Display sieht. Ja, hier ist natürlich das Hochmoderne, wenn man sich das Lenkrad ansieht, alle Funktionen, man kann das Radio laut und leise machen. Man kann mit dem Fahrzeug sprechen. Hey Mercedes. Ja, bitte. Mach bitte die Sitzheizung zum Beifahrersitz an. Ich schalte die Sitzheizung am Beifahrersitz ein. Kann man auch das Rollo zum Beispiel zumachen vom Schiebedach? Ich glaube, das geht nicht.
Hey Mercedes? Ja, bitte? Mach bitte das Schiebedach auf. Wie bitte? Schiebedach auf. Es tut mir leid, aber die Funktion ist in diesem Fahrzeug nicht verfügbar. Darfst du nicht. Okay. Aus Sicherheitsgründen darf das während der Fahrt nicht darüber gemacht werden. Ja. Touchpad. Ja. Man kann die Sender von links nach rechts, von oben nach unten. Alles zu viel. Ja, dann gehen wir mal weiter. Gerne. Hier das moderne Fahrzeug, ein GT, Cabriolet oder Roadster besser gesagt. Das ist mein Auto, der ist jetzt genau 3 Jahre alt und hat 3000 Kilometer gelaufen. Da kann man sehen, dass ich gar keine Zeit habe zum Autofahren, weil ich mich zu sehr mit meinem Geschäft beschäftige. Ja, und man geht mit dem GT, glaube ich, auch nicht jeden Tag Brötchen holen, oder? Ich habe es gekauft, aber es ist wirklich ein wunderschönes Auto. Ja. Ja, dann sieht man jetzt hier den Vorgänger, sagt man zumindest, der SLS, auch ein sehr schönes Auto. Natürlich noch ein 6,3 Liter Motor drin. Ja. Und ja, schöne Farbkombination, auch schwarz-schwarz, wunderschön. Ja, ist auch einer der wirklich interessanten Emerging Classics. Das sind die Autos, die nicht Oldtimer, nicht Youngtimer sind, also unter 20 Jahre alt sind und die einfach sensationell gebaut sind. Das ist hier eine Qualität und auch Fahreigenschaften, die ihresgleichen suchen. Also so ein Auto zu besitzen ist, glaube ich, schon eine Besonderheit. Ja. Ja. Dann gehen wir hier zu der Pagode. 230 SL, den habe ich mit meinen Mitarbeitern komplett restauriert. Der kam aus Amerika und wie ich ihn bekommen habe, habe ich meinen Augen nicht getraut. Es war im vorderen Bereich alles nur gebastelt und gemacht. Und ich glaube, so wie er jetzt aussieht, ist uns das sehr gut gelungen. Ich denke auch, das Auto kann sich mehr als sehen lassen, weil wenn man mal genau drauf guckt, Lack ist immer das eine, Spaltmaße das andere, auch der Chrom ist, denke ich mal, absolut top und oder als absolut top zu bezeichnen und im Werksauslieferungszustand. Hier vielleicht ganz witzig, Pagoden kennt ihr ja, es gab den 230, 250, 280. Die Unterscheidungsmerkmale im Rahmen der Modellpflegen waren eigentlich sehr gering. Also hier bei dem Auto ist das Lenkrad ein bisschen anders als beim 280er. Besonders auffällig ist der Spiegel, den ich wunderschön finde. Das ist der sogenannte Schwanenhalsspiegel. Der ist so ein bisschen gebogen hier und etwas anders als das Nachfolgemodell. Und auch beim 230er wie beim 250er auffällig vorne die Scheinwerfergläser sind nicht glatt, sondern gewölbt. Und hier vielleicht mal ganz lustig, eine kleine Masterfrage. Bei der Pagode ist immer die Rede von den sogenannten Sicken, die sich hier an der Innenseite, vielleicht kann die Kamera mal etwas näher rankommen, die sich hier befinden und die bei jedem Auto immer etwas anders aussehen. Und jeder, der sich so ein Auto kauft, sagt, ja, da fehlt die Sicke oder die hat die falsche Form. Eine ganz witzige Anekdote ist eigentlich, diese Sicken sind entstanden aufgrund der sprichwörtlichen schwäbischen Sparsamkeit. Weil als das Auto entwickelt wurde, hatten wir hier die Lenksicke, die an der Karosserie entlangläuft. Und im Chromrand des Scheinwerfers mündet. Und ja, der sparsame Schwabe dachte sich natürlich, warum zwei verschiedene Scheinwerfer-Einfassungen produzieren? Machen wir doch eine. Und machen hier auf der Innenseite auch eine Sicke hin, dann können wir nämlich den Chromring untereinander tauschen. Produktionskosten gespart und so ist die Legende der Sicke am Scheinwerfer der Pagode entstanden. Frank, ja. Was haben wir sonst noch? Ich wollte jetzt auch nicht einfach ins Plaudern kommen, weil wir sind ja hier, weil der Frank uns zeigen will, was er Schönes hier hat. Also ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück, gehen wir mal zum nächsten Auto. Ja, also Schätzchen habe ich schon seit 1990, ist ein 420er SL, R107, hat auch knapp 70.000 Kilometer gelaufen, zweiter Hand, ich bin die zweite Hand, ich habe den von einer Kundin gekauft, wo der Mann leider verstorben ist, aber es ist ein traumhaft schönes Auto, steht sich aber auch nur die Bahn im Bauch, ne? Weil kann nicht alle Autos bewegen. Ne? Ja, also ich würde mich gerne freiwillig melden, wenn du da ein Problem hast, Autos zu bewegen.
Kein Problem. Hier vielleicht auch wieder ganz witzig, wo wir gerade beim Thema Modellpflege waren. Das ist ein Modellpflegefahrzeug, MOPF 2, nach 1985, immer zu erkennen an den sogenannten Gullideckel-Alufelgen und dem Spoiler. Die ganz frühen hatten sogar noch einen etwas kleineren Chromspiegel, den Kunststoff eingefassten größeren, den gab es dann, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ab 1975. Aber hier auf jeden Fall, und die Türgriffe natürlich, richtig. Die waren früher aus Chrom. Da fing man schon an, sehr verhalten natürlich, Material und Kosten zu sparen. Aber ansonsten ist, glaube ich, so ein 107er Auto, das wie aus einem vollen Eichenklotz gehauen. Wenn der vernünftig gepflegt wird, dürfte der auch noch... frei ist, ne? Ja. Ja, dann geht's weiter hier zu der kleinen und zu der großen Flosse. Ja, jetzt sind wir in der Limousinenecke angekommen. Nachdem wir ja bei den Roadstern waren, die ja sich auch größter Beliebtheit erfreuen bei Sammlern und die auch entsprechende Preise haben, hatte Mercedes natürlich immer Limousinen im Angebot. Und die sind zwar im Verkauf immer etwas günstiger als Roadster, was ich eigentlich gar nicht verstehe, weil wenn ich mir die beiden angucke, erzähl mal. Hier haben wir zwei Flossen, die aber ein bisschen unterschiedlich aussehen. Den habe ich mir vor knapp 20 Jahren gekauft für die Hochzeit meiner Frau und von mir. Und die Mitarbeiter haben alles versucht, dass ich das Auto nicht fertig kriege. Ich habe es aber geschafft, aber ich kann sagen, warum sie es gemacht haben. Die haben mir nach Hause eine XXL, so eine S-Klasse. Okay. Ich hörte sie schon von Weitem kommen, weil immer die Klimaanlage klack, klack, und ich stand schon draußen, wartete auf mein Auto. Und dann kam diese große Limousine da angefahren. Ja, schön. Das Fahrzeug haben wir auch gerade restauriert. Da kann man mal sehen, wenn man vom Kofferraum spricht, muss ich sagen, das ist noch einer. Ja. Also da kann man noch einiges mehr reinsetzen als früher, ne? Als heute noch. Ja, so ungefähr so größte Single-Wohnung, würde ich sagen. Und ich sehe, der hat wunderbare MB-Tech-Sitze. Das ist nämlich kein Leder. Mhm. MB-Techs, sind das noch die Originalen? Ja. Wahnsinn. Die Kamera muss mal eben drauf schwenken. Komm mal her, zeig mal, wie die Sitze aussehen. MB-Techs ist ungefähr vergleichbar mit... Ich weiß nicht, was, ja, es ist ein Kunstleder, aber von der Haltbarkeit her, glaube ich, mit Basalt oder Granit. Das ist ein unzerstörbares Material. Und also ich bin absolut begeistert. Vor allem hat er auch eine schöne Farbkombination. Ja. Vielleicht blenden wir mal kurz hinten auf die Heckflossen von den beiden Autos, weil auch hier sieht man wieder, Mercedes hat damals schon... versucht, in einem Art Baukastensystem zu arbeiten. Die Basis der beiden Fahrzeuge ist gleich. Hier haben wir einmal die große Flosse und hier die kleine Flosse. Es gab also für den Sechszylinder einen langen Vorderwagen mit großen Scheinwerfern. Bei der kleinen Flosse mit den Vierzylindern einen kurzen Vorderwagen. Und damit das Ganze hinten natürlich auch irgendwo ein Unterscheidungsmerkmal gab, haben wir hier die etwas üppigeren Stoßstangen, die größeren Rückleuchten. Und auch hier die Chromleisten auf den Nicht-Heckflossen genannt. Das kam dann hinterher später im Volksmund, sondern das sind Peilstäbe, die beim Rückwärts-Einparken helfen sollten, leicht in die Parklücke zu finden. Aber ich komme schon wieder ins Plaudern. Frank, zurück. Wir müssen weiter gucken, was du hier schön stehen hast. Ich würde sagen, wir gehen die beiden würde ich jetzt nicht, ist ja nicht da hin. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Werkstatt und schauen uns mal da um. Gerne. Dann los. Ja, auf dem Weg gerade vom Showroom in die Werkstatt sind wir hier an einem Tor vorbeigekommen, was einen wirklich staunen lässt. Und da war klar, da müssen wir jetzt eben nochmal einen Schwenk drauf machen. Frank, was ist hier los? Ja, das sind zwei Kundenfahrzeuge. Dieses Auto haben wir vor 2 Jahren komplett restauriert. Und jetzt ist der Starter kaputt. Und wir haben hier so einen Diagnoseraum, der ist auch schalldicht, damit wir auch mal laufen lassen können. Da vorne sind da noch alte Motortester, wo man eben halt, weil die Leute, die muss man unter hohen Temperaturen bzw. hohen Drehzahlen einstellen. Ne? Und das ist ja bei denen, gerade bei diesen Pumpen, bei diesen Direkteinspritzpumpen, ja unheimlich schwierig. Ja, das ist ein Auto von 1957, original. Auch wenn man mal von innen gleich sieht, dass da noch schöne Patina drin ist. Ja? Von außen hat er natürlich alles neu. Alle Dichtungen, auch der Lack ist ein 040er Lack, kein Metallic Lack.
Und wie gesagt, das Auto ist ein Traum. Ja, also... Das schönste Auto, ich weiß, wie ich ihn gekriegt habe. 2005 habe ich den gekriegt. Und dann habe ich mir so den Hintern so von dem Auto angeguckt. Und ich habe eine sehr hübsche Frau, aber ich habe gesagt, Schätzelein, der Po ist schöner als dein. Das vergisst sie nie. Wenn sie noch da ist, scheint sie dir ja nicht krumm genommen zu haben. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und bei dem Auto ist natürlich hier nicht nur der Hintern schön, sondern der hat einfach eine sensationelle Farbkombination, weil 040 schwarz mit rotem Leder von innen und dann das Ganze noch im Originalzustand, weil das Auto hat originale Sitzbezüge, die schön patiniert sind. Wir müssen da unbedingt gleich mal mit der Kamera rangehen, weil ich bin da total begeistert und ich bin kein echter Freund von Restaurierungen, die ein Auto immer grundsätzlich in Neuzustand versetzen. Wenn es nicht anders geht, muss das sein. Aber hier lassen wir einfach mal Bilder sprechen. Schwenkt da mal rein, weil das muss man gesehen haben. Das muss auch so erhalten werden, glaube ich. Ja, hier haben wir einen 190er SL, Baujahr 60. Der kommt vom Tegernsee hier zum Service hin. Das darf man gar nicht glauben, aber es ist so. Der hat da so eine Ausfahrt, macht der. Der hat 6-7 Oldtimer und die Autos werden alle per Hänger hier runtergebracht. Und der, wie gesagt, kriegt jetzt einen neuen Service, neue Synchronisierung der Vergaser. Ein paar Kleinigkeiten am Verdeck sieht man hier hinten. Die Schraube zum Beispiel, die hat sich hier gelöst. Da muss ich mal mit dem Sattler ein bisschen gucken, wie wir das festkriegen. Und wenn man die Türen aufmacht, sind diese Bordleisten, dann müsste von der anderen Seite, ja, diese Bordleiste neu gemacht werden. Und, ach, da ist ja der Zettel, dann kann ich das sehen. Ja, die Stege an Bleche vom Dingens, von hinten, vom Ölwechsel. Dann kriegt er einen Lüfter. Und hier sieht man, dass die Wasserpumpe kaputt ist. Ja. Ja. Wenn man mal schauen möchte, dann kann man hier sehen, dass sie ausgeschlagen ist. Und dieses Ersatzteil, diese Wasserpumpe, kostet 903 Euro. 903. Ich bin nach hinten rübergefahren. Ja, da muss er noch zum TÜV. Und er kriegt noch einen Zusatzlüfter vorne vor, weil wenn im Sommer diese Ausfahrten gemacht werden, wird es schnell heiß. Ja. Wenn die in den Bergen da rumeiern und die Leute, die kennen das Auto ja nicht so gut wie der Besitzer selbst oder wie wir es fahren würden. Ne? Und deswegen kriegt er so einen Zusatzlüfter, der immer mitläuft, sobald der Bezündung einschaltet. Ja. Kann ich übrigens auch nur empfehlen. Ich habe es auch ein paar Mal früher bei Kundenfahrzeugen gemacht. Klar, Originalität geht immer vor. Aber wenn die Originalität dann bei einer Bergpassage in Alpen den Motor kaputt macht, weil das Auto zu heiß wird, nützt nichts. Also Elektrolüfter bei einem Auto in dem Alter ist keine Sünde. Kann man machen, oder? Genau. So, dann kommen wir mit in die gute Stube, ne? Oh, sehe ich denn hier, Frank? Das ist ja kein Mercedes. Nein, das ist ein Opel Cabriolet. Der ist auch fast 30 oder ist 30 Jahre alt. Ja, da fehlt der Tankstutzen, der ist durchgerostet. Und jetzt habe ich aus drei einen gemacht, so ungefähr, damit der Besitzer das Auto wieder fahren kann. Ne? Und jetzt, wie gesagt, der wird nächste Woche, gehen wir wieder weiter dran. Also ihr repariert nicht nur Mercedes, ihr könnt auch mit Fremdfabrikaten was anfangen. Ja, nicht alle Autos, aber was wir uns zutrauen. Ne? Ja, also ich glaube, da braucht man nicht zu bescheiden sein. Da traut ihr euch mehr zu als viele andere möglicherweise. Ja, oh, hier haben wir einen 300er SEL. Der hat da die Luftfederung und da haben die alle ein bisschen Probleme mit, da seine Leitung undicht sein kann oder der Balken dicht ist oder kaputt ist. Da müssen wir jetzt auch Montag ran, den haben wir gerade reingekriegt heute oder gestern. Ja, hier haben wir auch einen R107, der ist aus Amerika gekommen, der kam hier an, da habe ich die Hände über den Kopf geschlagen. Der hatte alles von Karmal, Karmal-Stoßstangen, hier unten Karmal-Verbreiterungen und ich bin bald wahnsinnig geworden. Dann haben wir den komplett umgebaut. Auf deutsche Sachen, mit neue Reifenfelgen, Stoßstangen neu, Abgasanlage neu und ja, alles, was dazu brauchte, um dieses berühmte H-Kennzeichen zu bekommen. Das hat aber ein Problem, wenn der fährt mit dem Auto sehr viel nach Bayern in die Berge hoch und wenn er den Tankdeckel aufmacht, dann zischte der so richtig und der fing an zu stottern und dann musste der aufmachen, damit der wieder Luft kriegt. Jetzt haben wir den Tank ausgebaut, da gibt es eine Spezialfirma, die den dann fertig macht. Und der hat jetzt 4 Wochen hat das gedauert, der Tank ist gestern gekommen. Jetzt müssen wir den wieder einbauen. Und hier vielleicht auch noch mal ganz kurz, kann die Kamera gleich auch noch mal drauf gucken. Bei den amerikanischen 107ern oder bei vielen anderen Autos gibt es hier immer so eine doppelte Naht. Das ist ein Zierstreifen, der wurde damals bei den Händlern, muss man sich mal vorstellen, von einem Handlinierer aufgebracht. Das ist kein Klebestreifen. Da kam einer mit einem Pinsel und da hat alle Autos einmal mit dem Zierstreifen bemalt.
Die kann man rauspolieren, aber wenn das Auto Erstlack hat, denke ich mal, wäre es zu schade, dann kann man alles so lassen, wie es ist, aber das nur am Rande. Frank, gehen wir weiter. Ja. Ich. 124er, 320C. Tolles Auto. Deutsches Auto, mit Leder, Anthrazit, blau-schwarz Metallic, nannte man damals die Farbe, auch mit den Kanaldeckeln, die auch bei dem 107er waren. Auch ein sehr ehrliches Auto, er ist handgeschaltet. Das ist eigentlich selten gewesen, gerade beim 320er. Mhm. Aber es gibt viele Leute, die fahren eben gerne Schalter. Nennen wir es mal sportlich. Ja. Für den, der sportlich 124er Coupé fahren möchte, hier also die Option Handschalter. Ja, und dann haben wir noch einen, gerade hier, das ist ein W126. Der ist aus Japan hier rübergekommen. Da haben wir gerade neue Reifen drauf gemacht. Und der kriegt H-Kennzeichen, da müssen wir noch mit zum TÜV. Und dann hat er noch eine neue Abgasanlage gekriegt. Gab es im Original nicht mehr, ich habe aber trotzdem noch eine gekriegt, nachdem ich mir eine aus eBay besorgt habe, die überhaupt nicht passt. Oh. Jetzt habe ich das Ding an der Socke und kriege ich nicht mehr zurück. Was ist das für eine Motorisierung hier bei dem Auto? 300er. Ja. Also 126er in 904 Blau ist natürlich immer wieder eine Sensation. Daimler hätte den 126er eigentlich noch 10 Jahre weiterbauen können, weil auch ich finde bis heute, das ist eine der zeitlosesten Formen, das ist absolut sensationelles Design, oder? Ja. Sind wir uns, glaube ich, einig. Ein bisschen wahlförmig hinten, ne? Ja, aber auch die Verarbeitungsqualität, wer schon mal im 126er gesessen hat, selbst in einem Auto mit 300.000 Kilometern, der vernünftig gepflegt wurde, oder... Mit Velour, das sind alles extrem haltbare Materialien, also jetzt muss ich mich gerade selber unterbrechen, weil hier steht ein Auto, das finde ich sensationell. Das war mein erstes Auto, was ich verkauft habe als Vertragspartner. Ein 300er TE mit Sportline Leder. Dieses Auto hat tatsächlich damals 122.000 Mark gekostet, weiß ich noch wie heute, genau wie da hinten den. Und dafür würde ich jede Pagode stehen lassen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe eine totale Schwäche für Kombis. Ehrlich? Absolut. Ja, den habe ich jetzt jahrelang stehen gehabt, jetzt will ich den fertig machen, weil die sind ja so gefragt, das ist ja Wahnsinn. Ja. Gibt es ja auch kaum welche, die in dem Zustand sind. Ja? Hier ist also kein Rost dran. Ich habe den damals von dem Doktor, den ich den verkauft habe, habe ich den gekauft und seitdem steht er. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Ja, und das ist, wenn ich es richtig sehe, ist es ja ein Mopf 1, also noch vor Wasserlack. Das ist ein 91er. Und es ist tatsächlich so, die Mopf 1 Fahrzeuge sind die bei den 124ern, die am wenigsten von Rost betroffen sind und die auch ja, insgesamt solider und besser verarbeitet sind. Man ist natürlich jetzt klagen auf hohem Niveau, auch ein Mopf 2 ist nicht schlecht verarbeitet, aber das ist noch richtig Autobaukunst, kann man nicht anders sagen. Ja, hier sind wir in der Karosserie, beziehungsweise Karosserie und Lackiererei. Wir haben zwei Sachen, da normalerweise ist links dann gleich, wo wir gehen wir in die Karosserieabteilung. Nur hier sind dann unsere Schätzchen, wo man anfängt und dann wieder stehen lässt. Das sind also Restaurationsarbeiten, die über Jahre hinaus dauern. Und immer nur so, wie Zeit ist. Und ich bin auch noch selber Karosseriemeister, ich bin Kraftfahrzeugmeister und restauriere dann auch mal mit, abends nach Feierabend, mal ein bisschen abzureagieren, weil ich es auch gerne mache, ich schweiße auch gerne. Natürlich so Spachtelarbeiten mache ich nicht gerne, aber dafür habe ich auch einen Lackierer oder mehrere Lackierer hier arbeiten. Und das sind so Lückenfresser, sage ich einfach mal. Wenn wir nichts zu tun haben, wenn man oder wenig zu tun ist, kann schon mal ein Auszubildender mit dran, damit er mal so ein bisschen mit Formen kriegt, damit er auch mal weiß, wie man dengelt und tängelt. Heute wird ja alles immer nur ausgetauscht, wie man hier bei den Fahrzeugen sieht, ist alles eingeschweißt. Also sind ja keine Mercedes, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Das ist ja. Ich habe ja gesagt, die ersten 10 Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich ja nun mal alle Autos repariert. Und das machen wir heute noch. Wenn einer heute mit dem VW Golf oder mit dem Opel Kadett, wie gesehen, und dann machen wir die auch. Ja, also das ist so. Eine Bäckerei verkauft ja auch nicht nur Stuten, ne? Nö. Also. Cola habe ich mir da auch schon mal eine gekauft, glaube ich. Ja. Ja, das ist wie gesagt ein 2000er CS, damals mit der Heike-Schnauze hatte man den. Dann habe ich den gleichen noch als 2,5 Liter CS. Den habe ich aber jetzt nicht hier stehen. Da war der mit den 4 Scheinwerfer, der größere mit dem 6-Zylinder. Das war das Baby und das andere war schon der Erwachsene. Mit dem Motor, der auch in diesem E3 2500 hier drin ist. Ein Auto ist der hier, der 2500er, ist Baujahr 1972 oder 73, müsste jetzt nachschauen. Den habe ich aus Italien, rostfrei,
Der sieht von unten besser aus als von oben. Das ist sensationell. Ist ein 150 PS Motor, 6 Zylinder drin. Erste Hand, hat 89.000 Kilometer original gelaufen. Und den habe ich teilrestauriert. Ich habe neue Scheinwerfer reingemacht, neue Rückleuchten, neuen Auspuff, neue Bremsen. Habe den Eis gestrahlt und deswegen sieht der auch so sensationell. Den müsste ich jetzt hochheben und ihr würdet sagen, gibt's gar nicht. Ja. Also das ist, weil wenn, was wir machen, ich bin ein Perfektionist, weil das muss passen, das muss sauber sein. Man schweißt nicht auf dem dreckigen Boden. Das muss entweder eisgestrahlt sein oder eben halt so sauber sein, dass man auch sieht, was man macht. Ja. Ja, nicht wie früher einfach mal ein bisschen weggekratzt und drauf unter Bodenschutz und fertig. Nee. So, und da bin ich ein Pingel drin und das sieht man ja auch hier, wenn man hier den BMW sieht, dass der ganze hintere Bereich komplett neu ist, beziehungsweise auch instand gesetzt, weil es sehr viele Teile gar nicht mehr gibt. Ja, und ich denke mal, ne, wenn wir uns den hier angucken, das dürfte jetzt Benchmark auch für das Coupé sein. Hier vielleicht mal eine kleine Lanze brechen für unsere Freunde aus München. Auch BMW konnte schöne Autos bauen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, auch wenn die meisten von euch einen Stern auf der Haube vor sich spazieren fahren. Aber man muss hier einfach fair bleiben und sagen, das sind auch sensationelle Autos, vor allem vom Motorenbau her. BMW 6-Zylinder hat einfach eine Laufruhe, die damals legendär war. Ja, da muss ich sagen, wunderschönes Auto, der läuft, der schnurrt. Man sagte zu diesem Auto ist eine Buchhalterausstattung, weil der hat wirklich nichts. Keine Servolenkung. Der hat Schaltgetriebe. Der hat, das Einzige, was er nachgerüstet hat, ist ein Radio. Mhm. Ja, ist nichts drin. Keine Fensterheber, kein Schiebedach, keine, noch nicht mal Kopfstützen hat er. Ja, das ist die berühmte LS-Ausstattung, Lenkrad und Sitze. Ja. Und der hat hier, glaube ich, auch noch nicht mal, nee, der hat keinen Außenspiegel, im zweiten. Der war Serie, der war ja Zusatzausstattung oder Sonderausstattung. Ja. Auch ein ganz sauberes Auto, auch von innen mit dem blauen Velour, wunderschön. Jetzt halt mal dein Näschen da rein. Der riecht noch wie ein BMW. Ah. Ja. Ja. So rochen BMWs damals schon. Und der Ponton, das kann man am Geruch erkennen. Die Heckflosse, die haben alle einen ganz tollen Geruch. Und da konnte ich früher schon erkennen, was das für ein Auto war. Ja. Nicht nur, dass man die Autos am Geruch erkennen konnte, sondern früher hat man schon zwei Straßenecken weiter die Autos am Geräusch erkannt. Und manche sogar am Geruch. Ja, das war die Abteilung Karosserie und Lackiererei. Wenn ihr mal was habt, bin gerne für euch da. Ja, Frank, super. Ja. Danke, Mensch. Hast du uns wirklich einen tollen Einblick gegeben heute in dein Unternehmen. Ich denke mal, ein Betrieb wie Frank Wagner hier in Heiligenhaus ist schon eine Besonderheit. Muss man einfach sagen, weil viele Werkstätten sich heute ja auch in Zeiten, wo wir auf Elektromobilität flächendeckend zugehen, darauf spezialisiert haben, Teile zu tauschen oder Flüssigkeiten nachzufüllen, kommt man mal mit einem kaputten Zündverteiler oder anderen Problemen in viele andere Werkstätten, wird einem nicht geholfen. Ich denke mal, ihr könnt eigentlich jedem helfen, oder? Wir haben es doch nicht gelernt. Die Jungs, die heute 16, 17, 18 in der Lehre sind, die kennen ja nur Plastik und Vollelektronik. Da habe ich wieder nicht so viel Ahnung von. Ja, und da vielleicht auch mal ein Aufruf an alle jungen Zuschauer, wer heute Mechatroniker lernt und sich so ein bisschen für die Materie ältere Fahrzeuge interessiert, der wird auch für die Liebhaber in 20, 30 Jahren noch Arbeit haben, weil diese Autos werden jetzt alle überleben. Ich denke mal, wir sind an einem Punkt, wo Verbrenner zwar in der Öffentlichkeit als dreckig und böse wahrgenommen werden, aber insgeheim haben wir alle Spaß am Auto. Und wegwerfen will heute, glaube ich, keiner mehr ein vernünftiges Auto mit einem vernünftigen Motor, oder? Ich glaube, die Autos, die jetzt da sind, die würden höchstens durch einen starken Unfall oder durch einen ganz großen Unfall kaputt gehen. Man muss natürlich sagen, die Sicherheit bei den alten Autos war ja auch nicht so, wie wir es hatten. Ne? Ja. Man überlegt, kein Airbag, kein Sicherheitsgurt. Wir lagen hinten in der Ablage, sind damit nach Bayern und nach München und was weiß ich wohin gefahren, nach Italien. Alles geklappt. Mein Lieblingsplatz im Käfer meines Onkels war immer hinten, hinter der Rückbank. Da konnte man schön rauswinken und war auch nicht so schlimm, wenn einem da schlecht wurde im Käfer. Haben ja viele Probleme mit der Heizungsluft gehabt, die immer so ein bisschen nach Abgas roch, aber okay, das sind alte. Haben wir auch überlebt, ne? Haben wir auch alle überlebt, ja. Und geraucht haben sie noch. Genau, Reval ohne. Ja, Frank. Ja, Christian.
Danke, dass wir heute hier sein durften. War super interessant bei dir. Was mir besonders gut gefallen hat, und ich glaube euch auch, ist der bunte Mix über alle Epochen. Du machst nicht nur Handel, du machst nicht nur Service. Du bist Klassikpartner, bei dir kann man auch Neuwagen kaufen. Im Grunde genommen kann man hier eigentlich alles, was die Marke Mercedes-Benz zu bieten hat, bekommen. Vielen Dank. Wir wünschen dir jetzt noch ein schönes Wochenende und an der Stelle verabschieden wir uns. Bleib gesund. Danke. Ich habe euch dann noch einen schönen Christschollen für euch. Das ist aber nett von dir. Danke, Mensch, toll. Ja, das war's für heute aus Heiligenhaus. Wir verabschieden uns an der Stelle. Mercedes-Fans sagt danke fürs Zuschauen. Und ein paar Worte vielleicht noch zum Betrieb. Mir hat es super gut gefallen hier heute, weil Mercedes-Benz Frank Wagner und auch Frank Wagner selber sind schon was Besonderes, weil wir haben hier eine sehr breite Palette an Modellen, an Jahrgängen. Wir haben von der Heckflosse bis zum 300er Roadster eigentlich alles dabei gehabt. Man kriegt Neuwagen. Frank Wagner ist auch noch ein netter Kerl, kann man nicht anders sagen. Also hier würde ich mich als Kunde sehr wohl fühlen. Uns hat es Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like hinterlasst oder wenn ihr vielleicht das Video kommentiert. Wie auch immer, euch allzeit gute Fahrt. Macht's gut und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.